Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bevor ich mit dem Video anfange, möchte ich die liebe Köselight Kabuyema grüßen. Hi, fühl dich gedrückt. Tut mir leid, dass es ein bisschen später kommt. Du weißt ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich habe es nicht vergessen. Und bezüglich des Videos, wie ich halt, also du hattest angefragt, wie ich, ob ich ein Video machen könnte, wie ich halt meine Haare unter Wigs verstecke. Ich trage keine Wigs. Ich glaube, das habe ich in dem Video auch gesagt. Ich habe da wirklich nicht so viel Ahnung mit. Und ich hatte ja auch gesagt, glaube ich, dass ich halt wirklich nur Braids Twist mache, dann einen strammen Zopf mit dem Twist mache und dann packe ich die Wig drauf. Und meistens sitzt es wirklich nicht gut. Also da würde ich dir eher Kanäle wie Regina empfehlen oder Irene Asamoah oder allgemein kannst du halt bei YouTube eingeben Natural Hair Under Wigs und dann gibt es viele Videos, wie einige halt ihre Haare unter Wigs verstecken. Also da findest du wirklich eher hilfreiche Tipps als meine, weil ich habe da wirklich nicht so die Ahnung, was halt dieses Wig-Leben so angeht, betrifft, genau. Auf jeden Fall tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit dem Grüßen. Köselight Kabuyema. Dann fangen wir an mit dem Video. In dem heutigen Video, das heutige Video hat sich die liebe Namenlos gewünscht. Hi Namenlos. Und zwar wollte sie wissen, welches Make-up ich benutze. Bevor ich anfange, ihr wisst alle, ich kann stundenlang über Haare reden, aber über Make-up habe ich wirklich wenig Ahnung. Das meiste habe ich hier auf YouTube gelernt oder ich habe mir das von meiner Cousine irgendwie abgeguckt. Ich habe sie auch gefragt, ob sie mir jetzt ein paar mehr Tipps geben kann, damit ich auch mal ab und zu so, ne, so dieses, wie nennt man, Full Face oder wie man das halt denn auch machen kann, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung und ich bin eher so, also ich möchte, wenn ich Make-up trage, möchte ich, dass es immer natürlich aussieht, also dass man nicht unbedingt sieht, dass ich Make-up habe, sondern eher so, so ein bisschen das Ganze so unterstreichen, so, ne, also deswegen habe ich mich auch nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich das, was ich bis jetzt mache, hilft mir. Und ja, aber ich werde mir von meiner Cousine ein paar Tipps holen. Und noch eine Sache, also ich bin halt ein bisschen, ich weiß, ich gebe nicht so gerne mein Geld für teures Foundation aus, weil ich bin eher so der Haartyp, also ich gebe lieber gerne Geld für Haarprodukte aus und vielleicht mal für Klamotten oder so. Aber nicht so wirklich, oder Essen, oh, Essen ist schlimm, Essen, Früchte und das Ganze drumherum und also, aber Make-up ist halt nicht so meins, also ja, also vielleicht wird halt das alles, was ich jetzt vorstelle, nicht so besonders sein für euch, die, die wirklich Ahnung haben, aber das ist das, was ich benutze und das, ja, hilft mir. Gut, dann fangen wir mal an, ich habe hier schon so meine Sammlung ein bisschen bereitgestellt. Gut, dann fangen wir mal mit Foundation an. Also, für besondere Anlässe benutze ich seit, ich glaube, 5 Jahren oder so, dieses Make-up hier von MAC. Das ist Face and Body Foundation. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr alt, was ich habe. Oh Gott, Leute, ich glaube, das ist genauso 6 Jahre alt. Das ist nicht gut, ich weiß. Ich benutze das auch nicht mehr, weil meine Freundin, die Ahnung hat, hat gesagt, das ist nicht gut für die Haut. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung gehabt. Und ich war dann auch in dem Laden, habe gefragt und die Frau meinte, ja, solange sie keine Hautirritation bekommen, können sie weiterhin benutzen. Und meine Freundin meinte aber, nee, das ist nicht gut. Ist auch schon fast alle. Dadurch, dass ich kaum Make-up benutze, Leute, halten die Sachen bei mir ewig, Ewigkeiten. Ich weiß auch gerade nicht, welchen Shade ich habe, weil, ne, es ist sehr lange her, es ist weg. Aber so braun sieht das aus. Also das ist halt das Natürlichste, was sie haben, meinte die Frau bei Douglas. Weil ich wollte das natürlich wie möglich, es sollte nur so wirken wie eine zweite Haut. Genau, also die nur ein bisschen reiner ist. Das benutze ich dann für spezielle Occasions. Also ich werde mir auch demnächst eine neue holen, die nicht so alt ist. Wenn ihr irgendein Make-up kennt, was halt auch mit MAC mithalten kann und auch natürlich wirkt und nicht so viel kostet wie MAC, weil das kostet, glaube ich, irgendwas mit 33 Euro, das ist echt viel. Würde ich mich echt freuen, wenn ihr im Kommentarbereich das hinterlassen würdet. Allgemein werde ich alles, was ich hier vorstelle, in der Infobox verlinken. Genau. Genau, das ist halt von MAC. Dann habe ich halt Foundation. Puder habe ich von Yves Rocher. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und zwar die Farbe Brown Claire. Ich werde, wie gesagt, alles unten verlinken. Und also Leute, meine Kamera wird wahrscheinlich gleich ausgehen. Dann werde ich nochmal filmen. Ich habe nicht mehr so viel Platz auf meiner Kamera, so wird das wahrscheinlich zwischendurch immer wieder ausgehen.
damit ich neu anfangen muss. Gut, also das ist das von Yves Rocher. Genau. Ich werde auch hier ein Bild verlinken. Das ist auch ganz, ganz günstig und ich benutze das auch schon echt lange. Das ist jetzt eine neue, keine Sorge. Und ich finde, das habe ich jetzt auch gerade drauf. Und ich finde, das ist gut. Das verfeinert die Haut so ein bisschen und für dieses Day-to-Day-Life ist es, finde ich, ganz gut. Also, und das kostet auch nur 12,95 €, glaube ich. Und Yves Rocher ist ja gefühlt überall. Genau. Dann machen wir weiter. Genau, also wie gesagt, das von Yves Rocher. Und das ist gut. Also kann ich definitiv empfehlen. Die haben auch zwei dunkle Töne. Einmal das, was ich jetzt vorstelle. Und noch so einen etwas dunkleren, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Dann für unten, also um Augenringe ein bisschen zu verdecken, habe ich hier so einen Studio Fix Concealer. Also ist auch von MAC. Das hat mir meine Cousine ausgesucht. Und so sieht es aus. Und das ist die Nummer, vielleicht könnt ihr das sehen, sonst verlinke ich das unten. Die Nummer NW40 Studio Finish Concealer. Genau. Das benutze ich dann immer hier. Wenn ich meistens auch in Kombination mit dem hier. Gut. Rouge benutze ich. Also ich benutze sowas wie ein Highlighter nicht. Ich weiß alles. Also es ist mir, wie gesagt, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Und ich will immer nicht so, dass mein Gesicht dann so aussieht, als hätte ich es versucht und ich habe es nicht hinbekommen. Also das hier benutze ich halt von Essence Rouge. Und das ist 20 Berry Me Up. Und das ist halt auch ganz, ganz günstig. Und das sieht halt so aus. Also ich versuche das mal auf meiner Haut irgendwie sichtbar zu machen. Genau, so sieht das halt aus. So rosé. Ist mir auch irgendwie abgebrochen, ist runtergefallen. Ich muss aufpassen, dass es hier nicht den ganzen Boden ruiniert. Ich habe hier einen weißen Teppich liegen. Oh Gott. Genau. Mach ich mal weg. Dann, ja, das wäre jetzt eigentlich mit Foundation und Co. Dann machen wir weiter mit Lidschatten. Also Lidschatten mag ich, ne? Also ich liebe Lidschatten. Und mein Lieblingslidschatten ist das hier. Das habe ich mal vor langer, langer Zeit bei, H&M. Ich bin immer so vergesslich. H&M habe ich mir das ergattert und das gibt es leider nicht mehr. Ist auch sehr lange her. Ich habe das vor 3 Jahren oder so gefunden und das war gerade im Angebot für 1 € und ich habe dann direkt alles mitgenommen, als ich das ausprobiert habe, weil das schmeichelt richtig die Augen und ich habe das für meine Mutter geholt, für meine Tante in Ghana, für meine Tante in England und das ist jetzt das Letzte, was noch bei mir halt übrig ist. Ja, mein anderes steht hier und das ist halt auch ein bisschen, ja, schon fast alle. Und das ist halt, warte, ich versuche das auch auf der Haut aufzutragen, vielleicht seht ihr das ja. So sieht es aus. Also es ist auch wieder fast sehr natürlich und kaum sichtbar. Genau. Ja, das ist halt mein Lieblingslidschatten. Vielleicht findet ihr das noch irgendwann. Ich sag euch einfach mal, wie das heißt. Das heißt Browns and Cooper. Genau. Werde ich alles unten verlinken. Als zweites benutze ich das hier auch gern. Das ist auch von H&M. Genau, das ist auch richtig schön. Das schmeichelt auch der Haut und die Augen. Also so die Farbe. Oh, das ist richtig schön. Das ist richtig stark pigmentiert. Und das heißt Woodstone Stock, sorry. Und das gibt es leider auch nicht mehr. Also ist auch wieder, ne? Sehr lange her und so. Also ich benutze die Sachen halt nicht so oft, deswegen halten sie auch mega lange. Also so sieht das aus. Wenn ihr vielleicht sowas ähnliches finden solltet, dann würde ich das so empfehlen, weil das schmeichelt echt unserer Haut. Gut, dann habe ich hier eine Palette von, nee, genau, dann habe ich hier noch mal ein paar von Essence, die ich halt geholt habe irgendwann mal im Sommer. Und das benutze ich halt immer. Das ist von Essence. Und zwar ist es Bronze. Und das war irgendwann mal im Sommer. Also das gibt es auch nicht mehr. Aber Essence wechselt ja ständig das Sortiment. Vielleicht findet ihr das mal wieder irgendwann mal im Sommer. Und das ist wirklich gut. Also die Pigmente sind wirklich gut. Kann ich empfehlen. Und dann habe ich direkt nochmal Nudes geholt von denen. Von der gleichen Serie. Und dann Roses. So ein bisschen, ne, Rosé. Ihr wisst ja, ich liebe Rosé. Genau. Und ja, das habe ich noch. Und das habe ich halt, dann habe ich für dunkle, wirklich um ein bisschen Smoky Eye mäßig zu machen, habe ich hier eine Palette von NYX. Das habe ich mal von Frauenflohmarkt gekauft.
Und ja, da steht halt die Nummer, also ne, hier. Genau. Werde ich alles unten verlinken. Und so sieht es halt aus im Inneren. Und das ist wirklich richtig stark pigmentiert. Und das habe ich vom Frauenflohmarkt. Vielleicht findet ihr das auch noch online oder in der NYX-Kollektion. Und hier für, ne? Wie nennt man das? Trinsäcke? Drehen? Drüsen? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, Bio. Was ist das für eine Stelle? Oh, habe ich das hier. Das ist auch von Essence. Und das ist, genau, die Nummer 7, Vanilla Brands. Genau. Hier. Das ist auch ganz gut. Und als Base habe ich mal vor langer, langer Zeit mir meine Cousine ausgesucht, von P2 so ein Eyeshadow Base geholt. So auch, findet ihr auch bei Essence. Von Essence gibt es, von anderen Make-up-Firmen gibt es auch. Also einfach so ein Eyeshadow Base, damit der Eyeshadow halt so ein bisschen, ne, stärker pigmentiert ist. Und das hält dann auch lange damit. Genau. Als nächstes machen wir dann weiter mit Lippenstifte. Also ich habe hier mal so ein paar und Lipgloss. Mein Lieblingslippenstift kennt ihr ja schon, ne? Das ist ja, das war ja früher Flomar, diesen rosanen. Und jetzt habe ich halt einen Ersatz gefunden, seitdem Flomar nicht mehr in Bremen ist und ich das auch online nicht mehr finde, den Ton, habe ich halt von Ultra Matt, also Train It Up, diesen Lippenstift hier gefunden. 400 Matte. Und ich finde, das ist richtig gut, habe ich auch schon mal erzählt. Und das ist auch mega cremig und alles. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Das ist wieder so ein Rosé. Ich liebe Rosé, Leute. Ich liebe alles, was rosa ist. Also nicht pink, sondern rosa. Genau, also hier die Farbe. Und das ist wirklich cremig. Also die Lippenstifte von denen sind wirklich cremig. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke hier auch nochmal ein Bild. Ich kombiniere das dann immer mit diesem Ton. Auch vom P2 gibt es nicht mehr. Also wenn ihr wirklich mal, ne? Gleich werde ich das vorstellen, könnt ihr mir definitiv im Infobox, im Kommentarbereich hinterlassen, wo ich so einen dunklen Lila finden kann. Genau. Dann machen wir weiter mit meiner zweiten Favorite. Und zwar das hier von Essence. Die hier, die Farbe 24. Und das ist halt so lila, genau. Und das trage ich gerne im Sommer, um ein bisschen mehr Farbe zu bekommen. Trage ich das gerne im Sommer und das ist halt so. Ist richtig gut und ist auch echt günstig. Das gab es früher auch bei P2. Gibt es ja auch nicht mehr. Das war P2, glaube ich, 42. Der Ton ist auch nicht mehr da. Und meine Mutter hat das dann bei Essence gefunden und wir sind wieder glücklich. Genau. Dann als nächstes halt so ein Nude-Ton von Maybelline New York. Genau, das ist die Nummer 930 Nude Embrace. Oh Gott. Oh. Und genau, so sieht das halt aus. Warte, ich mache das mal, damit ihr es sehen könnt. Genau, so ein Ton. Das ist richtig geil. Und das kann man ganz gut mit so einem dunklen Braun kombinieren, so einem dunklen braunen Lip Liner. Man kann auch einen Augenbrauenstift benutzen dafür, wenn man keinen dunkelbraunen Lip Liner hat. Und als nächstes das hier von Reval de Loop von Rossmann. Also Reval de Loop ist von Rossmann. Für alle, die das nicht kennen, die Nummer 18. Und das ist halt sowas dunkles und bam, so. Und das sieht so aus auf der Haut, genau. Also finde ich richtig geil, ja. Ja. Und oh, ich muss ja ständig abmachen hier. Als nächstes auch von Reval de Loop die Nummer 40. Nee, ist das die Nummer 40? Nee. Ha? Also entweder die Nummer 61 oder die Nummer 40. Ich weiß nicht, ob die das jetzt geändert haben. Und zwar dieser Rotton hier von den Reval de Loop. Und das sieht so auf der Haut aus. Warte, ich mach das mal. So sieht das halt aus. Genau. Und das ist auch mega cremig. Ein bisschen schnell. Ja. Und
Genau, Lipgloss benutze ich das hier von Essence, hat mir meine Cousine auch empfohlen, das ist sehr, sehr günstig. Ich glaube, das kostet, wenn es hochkommt, 2 Euro nur. Das ist eigentlich durchsichtig, aber dadurch, dass ich das immer auf meinen, ne, ich habe das auch gerade drauf, immer auf meinen Lippenstift oder Lip Liner mache, hat es jetzt an Farbe gewonnen. Ich werde alles unten verlinken, habe ich ja schon gesagt. Und das ist halt wirklich richtig riesig, ich weiß nicht, wann das jemals fertig wird. Und ja, das ist echt mega günstig. Das ist von Essence Shine, Shine, Shine. Genau. Die Nummer 1 ist das. Ja. Ja, das war es jetzt auch zu ja, Lippenstifte. Dann kommen wir jetzt zu Lip Liner. Ich habe halt momentan nur 3 Lip Liner. Und zwar der hier von DM, P2. Der ist auch bald alle, ich würde dann richtig heulen. Ich habe immer noch keinen Ersatz gefunden und ich weiß echt nicht, was ich tun soll, Leute. Und zwar diesen dunklen, es hieß, glaube ich, Aubergine. Und so ein dunkles Lila ist das, Leute. Das ist richtig geil. Und das kombiniert, das habe ich auch gerade drauf und das kombiniere ich dann auch immer mit diesem hier, mit meinem Rosé, was ich vorgestellt habe. Das kombiniere ich immer mit diesem dunklen Nummer 18 von Revive the Loop. Also es war wirklich mein Ein und Alles. Und jetzt ist es weg. Also wirklich, wenn ihr ein Lip Liner kennt, was diesen Ton hat, so ein dunkles Lila, so ein Aubergine-Lila, bitte, bitte, bitte im Kommentarbereich hinterlassen. Und dann kommen wir zu Chestnut. Chestnut, Chestnut, Chestnut. Ich habe davor immer einen Augenbrauenstift benutzt und dann hat mir meine Cousine Chestnut empfohlen. Chestnut ist übertrieben teuer, Leute. Das ist von MAC. Und das ist übertrieben teuer. Und das ist, oh Gott, das ist das hier. So ein Braun ist das. Und das ist richtig gut. Aber so für 18 Euro, glaube ich, kostet das, dachte ich mir so, ja, bei Make-up bin ich ja immer so, ne? Nee. Aber ich dachte mir so, mein Gott, komm, das ist so lang und das wird mir echt lange erhalten bleiben, weil ich mich auch sowieso nicht so oft schminke. Ja. Ich habe mich dann halt auf die Suche gemacht, um Ersatz für das hier zu finden und dann habe ich halt das hier gefunden von Essence und zwar von der, ich weiß nicht, hier steht Joy the Line Instead Color Lip Liner und das ist die Nummer Rich, also die Nummer 20 Rich Mahogany und das ist wirklich nicht so wie das, was ich jetzt von P2 hatte, diesen lilanen, aber nee, das ist, ja, aber es ist auch, ne, auch schön warm und so. Und das ist halt das hier. Genau, also so sieht's aus. So sieht das aus. Und genau, das ist dieser hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genau. Ist halt gut. Und ich dachte, oh, das ist, es ist so ein bisschen ähnlich, ist nicht gleich, ein bisschen. Und ich kann das dann vorübergehen, um mich zu trösten, kann ich das halt einfach benutzen. Und seitdem gehört das auch dazu. Und das ist halt ganz gut. Genau, also das sind so meine 3 Lip Liner, die ich wirklich oft benutze. Und ja, ich, ja, wo war das? Ich glaube, ich habe bei Catrice so einen ähnlichen gesehen. Ich glaube, jetzt wo ich mich so dran erinnere, bin mir nicht mehr sicher. Ich muss noch mal schauen. Ich bin immer noch auf der Suche. Also Leute, hilft mir. Gut, als letztes habe ich hier mein Mascara, mein Augenbrauenstift und mein, ja, es ist nochmal ein Eyeliner. Mein Eyeliner ist von Manhattan und das ist Dip Eyeliner Waterproof ist das. So. Genau, von Manhattan. Das habe ich auch ziemlich lange. Das ist auch flüssig und ja, hat dann so einen Pinsel. Ich glaube, haben ja alle, ne? Das ist gut, kann ich empfehlen. Und mein Augenbrauenstift ist von Maybelline New York, das ist Brow Refine Expression Eyebrow. Oh Gott, Englisch. Natural Precision. Oh, Precision. Oh, Englisch. Ich werde das alles verlinken. Genau, also so sieht es aus. Ja, das ist es. Und das ist diese Farbe. Also so sieht es halt aus. Und so braun ist das. Und das sieht, warte, so auf der Haut aus. So dunkel ist das, genau. Habe ich auch gerade. Ja, und Mascara, das
Ja, habe ich von meiner Freundin empfohlen bekommen, von Rada. Hi Rada, wenn du zuschaust. Das ist von Essence und das benutze ich seitdem immer. Also wir waren jünger, als sie mir das empfohlen hat und das habe ich seitdem immer noch. Das ist halt Essence in der, ja genau, diese Farbe. Und das ist richtig gut, Leute. Genau so sieht halt dieser Pinsel aus. Die Bürste, Pinsel. Genau, das wäre es dann jetzt auch zu meine Make-up-Sammlung, Leute. Also diese Sachen benutze ich oft und die helfen mir und ja, für meine die wenig Kenntnisse, die ich habe, ich kann damit gut arbeiten. In Bezug auf meine Nägel, ich glaube, namenlos hat er auch noch gefragt, wie ich meine Nägel pflege. Ich mache nichts mit meinen Nägeln, ich lackiere sie gelegentlich mal, aber ich mache halt viel Abwasch und ne, ich dusche jeden Tag und so und das sieht dann irgendwann richtig schnell eklig aus. Ich versuche sie auch immer auf eine Länge zu halten, die halt, ja, wo ich dann so mobil sein kann. Also so sehen meine Nägel aus. Also so diese Länge und noch ein bisschen länger kann ich tatsächlich. Noch länger kann ich nicht. Ich hatte mal Kunstnägeln, habe ich mich von meiner Cousine inspirieren lassen. Ich glaube, die waren richtig lang, wie jetzt momentan alle haben. Ich konnte damit nicht arbeiten. Ich habe in meine Leggings gestochen. Ich war echt nicht mobil. Ich konnte meine Bankkarte nicht rausziehen. Da war ich richtig panisch. Und dann habe ich das nach 3 Wochen selber irgendwie abgemacht. Und ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Und das ist auch teuer. Und ne, ich kaufe lieber Haarprodukte oder Essen. Ihr kennt mich ja. Und ja, also ich esse ganz normal. Ihr wisst ja, was ich so esse. Ne? Ich versuche ausgewogen zu essen. Ich werde, glaube ich, noch ein Video machen, wo ich separat erzähle, was so in meinem Essen, ne? Stapel, Essen, Stapel, Food. Und das hilft meinen Nägeln. Die sind stark, die sind nicht zu hart, die sind nicht zu weich und die wachsen eigentlich ganz, ganz gut. Genau, ja. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasse sie. Weiterhin könnt ihr mir noch schreiben, was ihr sehen wollt. Und ja, bis dahin viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.